Hallo ihr Lieben, ich möchte heute an einem Tag mitmachen und zwar an dem Sommertag. Ich dachte mir, wenn hier schon kein Sommer ist, dann mache ich wenigstens mal einen Sommertag. Vielleicht kommt der Sommer dann noch ganz schnell. Und ich habe den Tag gesehen bei der Empathy 25 bei der lieben Nadine und bin mal so dreist und mache einfach mit. Okay, falls ihr euch wundert, ich gucke ständig nach unten, weil dann da mein Laptop auf meinem Schoß steht und da lese ich die Fragen ab. Also nicht wundern. Okay, es geht los. Erste Frage, welche Eissorte magst du am liebsten im Sommer? Also ich mag eigentlich das ganze Jahr über Milcheis am liebsten. Wassereis esse ich jetzt nicht so gerne, auch schon mal, aber muss nicht sein. Milcheis hingegen liebe ich. Also ich könnte jeden Tag 5 Eis essen. Und meine liebsten Sorten sind sowohl im Sommer als auch im Winter eigentlich Vanille, Stracciatella, Nusseis mag ich super gerne. Dann im Sommer besonders, aber mag ich auch total gerne so Apfel und Joghurt, Meloneneis, was Frisches. Das mag ich gerne. Aber mit Eis, eigentlich mag ich alles an Eis. Okay, zweite Frage, Lieblingsobst. Mein liebstes Obst im Sommer. Eigentlich, also Himbeeren mag ich sehr, sehr gerne, aber auch das ganze Jahr über. Und was ich im Sommer echt gerne esse, was ich aber super selten nur kriege im Sommer, sind Kirschen. Ich liebe Kirschen. Nur erstens sind die ja total teuer und wir haben leider keinen Kirschbaum. Ich hätte so gerne Kirschen im Garten. Und ja, aber wenn es die mal gibt, dann liebe ich sie. Wenn nicht diese kleinen Kernchen drin wären. Nervt euch das nicht auch? Warum ist denn im Obst? Ha! Naja, gut. Was für Schuhe ziehst du im Sommer an? Flipflops, Sandalen oder Ballerinas? Ganz unterschiedlich. Also das kommt echt drauf an. Auf der Arbeit habe ich meistens Ballerinas an, weil ich da irgendwie finde, mit Flipflops fände ich jetzt nicht so angebracht. Sandalen finde ich okay. Und ansonsten, wenn ich jetzt so weggehe abends oder so, dann meistens Sandalen, halt Sandaletten mit einem höheren Absatz. Und wenn ich nur mal schnell irgendwo hingehe oder in die Stadt oder sowas, dann habe ich eigentlich Flipflops an. Also querbeet. Ich ziehe eigentlich ganz unterschiedliche Schuharten an im Sommer. Okay. Wie trägst du deine Fußnägel im Sommer? Mit French oder Nagellack? Also ich trage schon mal French Nägel. Auf den Füßen. Komischer Satz. Aber meistens habe ich einfach Nagellack drauf. Dann, was ich gerne mag, sind aber echt dann so Knallfarben, die dann auch wirklich auffallen. Also das finde ich im Sommer super schön, weil ist ja dann Sommer, ne? Dann kann man ja auch ein bisschen Farbe zeigen. Das sagt die, die hier komplett in Schwarz sitzt. Okay. So. Was ziehst du am liebsten an? Bikini, Tankini oder Badeanzug? Ich habe nur Bikinis. Weil ich auch einfach finde, das ist am sinnvollsten im Sommer. Warum soll er? Also, nee. Bikini. Ja. Um braun zu werden, Sonne, Solarium oder Selbstbräuner? Im Sommer auf jeden Fall Sonne, denn dazu habe ich die Sonne ja. Da muss ich mich nicht ins Solarium legen, gehe ich sowieso nicht. Aber nee, auf jeden Fall Sonne. Selbstbräuner benutze ich selten mal. Also es kommt darauf an, wenn jetzt so ein richtig schöner Sommer ist, dann benutze ich keinen Selbstbräuner. Wenn es nur grau ist, was wir in Deutschland auch schon mal haben, dann kommt das schon mal vor, aber eher sehr, sehr, sehr selten. Normalerweise gehe ich dann halt mal in die Sonne. Ich habe auch das Glück, dass ich sehr schnell in der Sonne braun werde. Der Nachteil ist, ich bekomme auch unendlich viele Sommersprossen. Aber gut, mal davon abgesehen, brauche ich ja vielleicht wirklich mal eine halbe Stunde in der Sonne und ich bin schon ziemlich braun. Und von daher, brauche ich das andere auch eigentlich nicht. Gut, siebte Frage. Shirt oder Top? Also wenn ich nur Shirt oder Top anziehe, dann habe ich lieber ein T-Shirt an, weil ich das einfach lieber mag, wenn ich ein bisschen was an den Armen habe. Ansonsten mag ich Tops aber auch gerne. Also ich trage eigentlich beides. Über einen Top ziehe ich dann meistens irgendwie noch so ein kleines Jäckchen oder ein Blazer oder sowas drüber. Also wenn ich jetzt nur mich für eins entscheiden müsste, was ich dann nur anhabe, dann mag ich lieber ein T-Shirt, weil ich mich irgendwie wohler drin fühle. Achte Frage. Lange Hose, kurze Hose oder Rock? Lange Hose? Nein. Im Sommer? Hallo? Kurze Hose, ja, kommt schon mal vor. Also ich mag diese etwas längeren Shorts ganz gern. Jetzt Hotpants oder so ziehe ich nicht an, aber so ein bisschen längere Shorts finde ich ganz schön.
Röcke finde ich auch super, liebe ich. Oder am allerliebsten eigentlich Kleider. Also ich bin der totale Kleiderfreak. Ich habe ganz viele Kleider und ich finde Kleider auch so schön und sie sind so luftig und so bequem. Und ja, also ich bin ein Kleidermensch. Also wenn ich mich jetzt... Nee, ich kann mich für keins entscheiden. Also bei den drei Sachen hier, lange Hose, kurze Hose, Rock, würde ich sagen kurze Hose und Rock ungefähr gleich viel. Und darüber würden dann noch die Kleider kommen. Um glatte Haut zu bekommen, rasieren, epilieren oder wachsen? Ich habe schon alles ausprobiert. Meistens rasiere ich, epilieren. Ja, mein Epilierer ist kaputt gegangen, der muss erstmal eingeschickt werden. Von daher fällt das im Moment sowieso raus. Und ich wollte demnächst mal dieses Hawala ausprobieren, heißt das so? Mit so einer zuckrigen Masse. Das wollte ich mal probieren, ob das vielleicht was für mich ist. So, letzte Frage schon. Gehst du lieber ins Hallenbad, ins Freibad oder an den See? Im Sommer gehe ich... Also schon mal an den See, was aber auch recht selten vorkommt, weil wir hier einfach nicht so besonders tolle Seen haben. Wir haben eine Stelle, die ist ganz nett, das ist halt so ein künstlich angelegter See quasi. Da gehe ich schon mal hin und ansonsten liebe ich das Meer. Ich bin irgendwie an der falschen Stelle geboren, glaube ich, weil ich muss nur das Meer sehen und die Sonne scheint und ich bin glücklich für den Rest des Tages. Dann muss ich gar nichts anderes mehr haben, also ja, irgendwann wohne ich bestimmt mal am Meer, hoffe ich. Nein, also... von den dreien. Ich bin halt gerne draußen, von daher auf jeden Fall See, würde ich sagen. Ja, gut, ich entscheide mich für den See. Nummer C. See. Okay. So, das war's auch schon, ihr Lieben. Ich tagge alle, die mitmachen möchten und ganz besonders tagge ich Winluder. Ja. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wisst jetzt ein bisschen mehr über mich und meine Sommergewohnheiten. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!